Kapitel 2, etwas. Oh nein! Lilly, was ist los? Der Kopf meiner Puppe ist kaputt. Kein Problem. Und Cleo? Mama kann das reparieren. Sie kann alles reparieren. Hey. Sebastian? Was ist los? Alles in Ordnung? Ich habe eine wunderbare Familie. Eine unglaublich kluge und schöne Frau. Warum sollte nicht alles in Ordnung sein? Sieht ja total jung noch aus. Komm her, Myra. Du arbeitest zu viel. Du bist ja ganz durcheinander. Bist du sicher, dass du dir nichts eingefangen hast? Ist das der richtige Ort? Ich befürchte, dass es jetzt richtig losgeht. Dass wir jetzt erst im Stem sind. Liebe solche Spiele. Nicht wirklich. Sehr hohe Decken, würde ich sagen. Warte mal, da hinten haben wir eine Tür. Ich will hier weg. War ja klar. Da drüben haben wir noch eine. Ah, und ich merke langsam, dass bei mir die Anspannung wieder losgeht. Cleo, ich würde sagen, für die Zuschauer macht es mehr Spaß wie für mich. Weil ich bin leicht erschreckbar. Das Einzige, warum ich die Evil Within den ersten Teil gespielt habe und jetzt den zweiten Teil spiele, ist eigentlich, dass ich eine Waffe habe, wo ich mich verteidigen kann. Wenn so ein Spiel wie Outlast wäre oder so, würde ich darauf verzichten, weil da kann ich mich nicht wehren. Das beruhigt mich ein bisschen immer. So, STRG war drücken. Hier haben wir ein Gemälde. Und die Musik startet. Nee, Resident Evil habe ich nicht gezockt. Also Resident Evil 7 habe ich nicht gezockt. Okay. Ah, war ja so klar. Wow. Ganz mit der Ruhe. Erste Tür verschlossen. Wie war das in Outlast nochmal? Langsam die Tür aufmachen und nicht schnell, nicht hektisch werden. Dann ist alles gut. Alles gut. Alles natürlich in Rot gehalten, so sein soll. Was zur Hölle? Okay. Der
gehört doch zum Suchteam. Baker. Da ist schon mal ein Haufen Licht, würde ich sagen. Untersuchen? Okay. Hart. Aber der hat eine Waffe. Können wir die Waffe nicht einfach nehmen oder so? Achso, untersuchen, okay. Das ist schon krass gemacht, ey. Sobald wir wieder draußen sind, sieht alles wieder sehr angenehm aus, sozusagen. Oder auch nicht. Aber die Musik nervt. Können wir die nicht ausschalten? Können wir die nicht ausschalten? Weil ich finde diesen Anblick nicht so. Das passt irgendwie nicht zu der Musik, finde ich. So ist meine Meinung. Warum ist jetzt die Musik ausgegangen? Warum ist jetzt die Musik ausgegangen? Halbleiter aus. Die kann man nicht aufmachen. Wie sadistisch. Wer immer das war, hatte Spaß daran. Becker Anführer des Suchteams. Es war in der Zeit eingefroren, als ich ihn fand. Das muss von der Kamera direkt neben ihm aufgenommen worden sein. Aber wie ist so etwas überhaupt möglich? Frage. Gute Frage, würde ich sagen. Aber ich befürchte, wir werden es rauskriegen. So, ist sonst noch irgendwas hier? Nein? Lauter Akten, lauter Bücher. Sieht aus wie ein Rechtsanwaltbüro. Lauter Aktenkoffer. Ah, und da komme ich wieder rüber, wo ich schon war, okay. Da sollte wohl niemand heraus. Oder hinein. Um ehrlich zu sein, ich will da gar nicht rein, aber ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Ja, dann drücke mal. Okay. Rote Rosen. Gemälde? Briefkästen? Der Eingang mit Gemälden. Okay. War ja klar, dass wir da nicht durch können. Später. Der ruft mich da bitte an. Hallo? Scheiße. Wer war das? Cleo nicht so unbedingt. Also,
Anschauen und so weiter ist irgendwie kein Problem. So zocken. Teilweise ja, wenn es so eine Art wie Shooter ist oder wie jetzt zum Beispiel hier, dass ich so eine Waffe bekomme dann später. Ist alles gut. Aber wenn es dann um Outlast oder an Mesia oder so geht, wo ich dann keine Waffe habe, da habe ich dann ziemlich Probleme. Aber ich bin auch sehr schreckhaft, was in der Hinsicht angeht, jetzt zum Beispiel bei solchen Spielen. Aber ich möchte es halt gerne spielen. Nein, kenne ich nicht. Da so viele Horrorfilme habe ich jetzt auch gar nicht angeguckt. Dass ich damit angeben könnte oder so. Dann könnte, ich habe viele Horrorfilme angeguckt. Nein, ist nicht so der Fall. So ein paar habe ich angeschaut, ja. Aber... das Einzige, was ich sagen muss, dass ich mich hier drauf freue, dieses Gänsehautgefühl. Gänsehautgefühl bei solchen Spielen ist schon nicht schlecht. Ja, könnte mir vielleicht auch noch passieren. Man weiß es ja nicht. Versuche mir Mühe zu geben, nicht irgendwie rumzuschreien. Allee schon wegen meinen Nachbarn. Aber es könnte natürlich passieren. Man weiß es ja. Aber deswegen schaut zum Beispiel auch Joker gerne zu, weil er genau weiß, dass ich schreckhaft bin in so. Er liebt es richtig. Was haben wir hier? Information 2:45. Herzlichen Glückwunsch. Beizuchender, danke für die Teilnahme an unserem Test der spirituellen Klarheit. Wir freuen uns, Sie auf den nächsten Wissensstand zu heißen. Melden Sie bitte diesen Brief beim nachgelegten Sender von Bewerbern auf Probe zu zum Mühschüler aufzusteigen. Was? Mühschüler? Mühschüler? Mühsender? Das! Dieser Brief garantiert Ihnen eine erhebende Position bei der nächsten Reinigungszeremonie. Wo bin ich denn hier gelandet? In irgendeiner Sekte oder so? In irgendeiner Sekte bin ich hier irgendwo in irgendeiner Sekte reingelandet? So. Kann man das auch rumdrehen? Nee. Auli? Okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier gelandet bin. Okay. Ja, deswegen zum Beispiel bin ich froh, dass Joker jetzt nicht bei mir ist. Weil wenn der auf einmal mit der Hand zum Beispiel hinter mir wäre oder so, oder die Hand dann hinter mir, oh, ich... Schreianfall kriegen, glaube ich. Schreianfall. So, kommen wir hier raus. Hilfe! Helfen Sie mir! Eieieiei. Hey! Verdammt! Okay. Was geht hier vor sich? Ja, Sebastian, das frage ich mich auch die ganze Zeit. Hier vor sich. Perfekt, den kannte ich nämlich schon. Sorry. Die Klingel, glaube ich, würde ich gar nicht hören. Irgendwo im Headset. Vermute mal. Vermute. So, da kann natürlich jetzt auch was passieren. Passiert aber nichts. Ach ja. Lauter schöne Vorhänge.
auch noch bewegen. Ist ja gut, Joker, dass du meine Adresse nicht weißt. Haha. Klingel ausstellen vielleicht vorher? Warte mal, ich bin kurz AFK. Nein. Da ist Joker. Und zwar jetzt. Aus dem Raum bin ich nicht mehr raus. Ich hab nur gesehen, wie er den gekillt hat und ja. Jetzt geht's richtig los. Was war das? Scheiße. Weil das habe ich ja noch vorgelesen im Teamspeak, falls du dich noch daran erinnerst beim Testen gestern. In Deckung gehen und Deckung verlassen. Leertaste in Deckung gehen, Deckung verlassen, wenn das Deckungssymbol erscheint. Das Deckungssymbol Abbildung 1 erscheint, wenn du dich von einer gültigen Deckung befindest. Bewege Entdeckung, wie es AD, bla 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 bla. Das ist das Übliche. Trotzdem gar nicht das. Boah. Boah, Alter. Nicht so schnell, bitte. Nee, da gehen wir noch nicht rum. Nee. Boah, Gott sei Dank. Wer zum Teufel war das? Oh, wenn ich das wüsste. Wenn ich das wüsste, wäre das. Da wurde gerade was angezeigt. 100 Don spielt Dead by Daylight. Hab ich gerade gesehen, was Team. Wie der Anführer des Teams. Das ist schon krass. Okay, ich glaube, ich muss ja das Kapitel machen und dann komme ich in den Bereich, wo ich beim Antesten von gesehen habe. Also in den Open World Bereich. Bin ich mal gespannt. So, Joker, durch diese Tür bin ich niemals gegangen. Also jetzt auf einmal, auf jeden Fall ist alles Neuland für mich. Durch die Tür bin ich nie gegangen. Den Typen habe ich noch gesehen, der hat den einen hier gekillt. Dann bin ich um die Couch rum, dass er hinten rausgeht und durch die Tür bin ich nicht mehr gegangen. Weil ich wollte mich ja nicht spoilern lassen. Dann auf, genau. Auf. Los geht's. Oh, hast du solche Häuser? Absicht hier? Keine Wand! Okay. Ich muss einen Weg herausfinden. Ja, die Bilder sind schon alle ein bisschen gruselig, oder? Ich würde ja nicht wissen, wie es mir so gehen würde, wenn ich hier jetzt einfach so mal durchlaufen würde. Alt. Okay. What? Hallo? Oh, Scheiße. Ich gehe auch noch in den Gang rein, gell? Wo das komische Auge war. Super, ey. Geil. Oh, Mann. Fängt ja gut an. Okay, da komme ich definitiv nicht weiter. Ein alkfreies Bierling geholt. So. So einer bist du, Joker. Und wo ist das Popcorn? Apropos, Sound und Sprache, okay? So, nebenbei. Wollte ich mal so wissen. Warte mal, hier war ich doch. Salzbrezeln hast du, okay.
Okay. Dahin lang will ich jetzt nicht unbedingt. Warum wird mein Licht auf einmal so kleiner? Ich kann da noch rein. Ich bin doch kotzen.